Ja moin Leute, heute die vierte Folge des Quiz Battles Jericho 5 gegen Chaos. Denn ich habe 8 verschiedene Rainbow-YouTuber eingeladen, um herauszufinden, wer davon der schlauste YouTuber ist. Wenn ihr das Format cool findet, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung unter diesem Video da. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Zum Lehrer im Bus. Lehrer, wann geht's los? Wann sind wir da? Welch 75. Nein, was ist das denn? So, dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu der ersten Kategorie, nämlich Schätzfragen. Und ich fange da einfach mal an. Bei der ersten Frage gab es immer wieder in den Kommentaren viel Diskussion. Deswegen habe ich sie mal ein bisschen umgestellt. Nämlich, wie viel Schuss hat Tachankas LMG-Waffe bei der ersten Benutzung im Spiel? Unten rechts die Zahl. Das ist das Einzige, was ich wissen möchte. Also nicht die Pocket-Munition, sondern nur das Magazin, was unten rechts steht bei der allerersten Runde, die startet. Ja, wenn ihr in Rank spawnt, ne? Wenn ihr in Rank spawnt, habt ihr diese Waffe in der Hand und unten rechts steht die Waffe da. So, okay. Steht das da, wie viele Bullets da drin sind. Jacob hat 51 getippt. Okay, es hat 50 getippt. Es sind aber bei mir 70. Ja. Ich habe an 50 gedacht, dass 50 hat. Ja, aber es ist ja nicht mehr das alte, es ist ja das neue. Und die Waffe hat 70 Schuss am Anfang. Was? Und mit Jayco ist natürlich dann 1-0 vorne. mit einem Bullet. Aber alles gut, hier kann man noch genug Punkte aufholen, besonders für Cass, der hier bei den 1-on-1s bestimmt auch sehr, sehr gute Chancen hat. Ja, glaube ich nicht. Aber grundsätzlich hatten wir den gleichen Gedanken, Chaos. Also eigentlich waren wir gleich so. Ja, wir sind gut, wir sind bald gleich. Ja, das kommt noch. Zweite Frage, wie viele Teams hätten beim Six Invitationals dieses Jahr mitgemacht? Hätte es stattgefunden? Ja, okay, das ist eine Chaos-Frage, da bin ich absolut raus. Okay. Jacob hat mit 8 geantwortet. aber du musst überlegen, die kommen aus 4 verschiedenen Regionen. Ich habe keine Ahnung von davon. Chaos hat 20 getippt und es sind noch 20. es gibt dieses Jahr, es ist anscheinend ein neues System, wo es 2 verschiedene Gruppen erst gibt. Und aus dieser Gruppe, wo jeweils 10 dabei sind, kommen die 8 Besten in die nächste Runde anscheinend. Und, oder wäre es so gewesen. Somit geht natürlich der Punkt an Cass, es wären 20 mit dabei gewesen. Da bin ich komplett raus. Aber alles gut, wir hatten auch schon, dass Jos einfach bei einer Frage, wo es darum ging, wie viele Operator es in der Defense gibt, der mir mit 60 geantwortet hat. Ja. Also es gab hier schon Antworten, wo man sich fragte, okay, gut. Na gut, aber dann kommen wir direkt zur dritten Frage. Ich weiß nicht, ob da irgendeiner einen Vorteil von euch beiden hat, denn die Frage ist, wie teuer ist denn ein normaler Chibi im Ubisoft Store? Wie viel Euro kostet der? Warte, was heißt normal? Naja, wenn du jetzt bei irgendeinem Chibi dir im Ubisoft Store kaufst, dann hat der immer diesen einen Preis. Und darum geht's. Aber es gibt da unterschiedliche Preise, wenn der zum Beispiel vergoldet ist oder so, oder was? In Credits oder Renown? Nein, einen normalen Euro. Ein normaler Chibi. Ein Chibi, den du jetzt kaufst, der 3D-mäßig ist, den du kaufen kannst. Warte, ich nehme meins zurück, warte. Okay. Ich habe gerade an Charme gedacht. Nein, es geht mir. Ich bin so lost. Kannst du doch zum Aufstellen nicht kaufen, diese kleinen Boxen. Genau. Geht das. So, die zweite Zahl nehme ich. Okay, gut. Okay, erster hat 14,99 Euro getippt, Jericho hat 20 getippt und es sind insgesamt 19,99 Euro. Es waren 19,99 Euro? Ja, es sind 19. Und ich habe sogar noch aufgerundet, weil ich dachte, komm, ich gebe Chaos eine Chance. Imagine, das ist mit dem Cent gewonnen. Das Ding ist, ich hab wirklich die ganze Zeit gedacht, das ist 19,99. Ich dachte mir aber so, das ist viel zu teuer dafür. Oh, habe ich mir auch gedacht. Ich dachte aber, komm. Guck mal, imagine, so ein Chibi, 19,99 Euro, Ubisoft, da kann man bestimmt ein bisschen mit dem Preis runtergehen demnächst. Ja. ja gut, aber, weiß ich, von den Fragen, wie viel hätte ich vielleicht gewusst? Ich hätte vielleicht eine gewusst, ne, wie viel beim X-Invitation mitmachen. Aber sonst auch nicht. Gut, damit ist der Stand erstmal 1-2 für Jericho, aber es geht jetzt direkt ins Ruins 1-1. Also, ja, komm, bis gleich. 2-1, go. Da geht's los, direkt mit der schönen Kite Pistol. Oder Nomad Pistol. Oh, da wurde man gespottet. Da wird scharf geschossen direkt am Anfang. Da wird die Robbe gemacht von Seiten des KS. Da wird erstmal. Schön am Liegen, ja, wie so ein richtiger Rank-Profi. Immer schön am Liegen. Aua. Der will's jetzt noch. Da war der erste. Da kommen die Schüsse, kommen aber scharf geflogen. Oh! Mann, warum
warst du nicht tot. Ihr habt aber beide gut getroffen. Normalerweise ist es immer so, bei dem Quiz-Battle schauen sich meine YouTuber-Freunde immer 20 Jahre an und es passiert nichts, aber ihr habt mehr getroffen als sonst. Da muss Action gemacht werden. Alright, damit würde ich sagen, kommt der Ausgleich. Es steht 2-2. Gut, kommen wir zum zweiten Teil. Es steht 2-2 zu den Multiple-Choice-Fragen. Und hier kann bestimmt Jericho bei einer Frage auch hoffentlich ordentlich punkten. Das wäre sonst ziemlich peinlich für ihn. Da haben alle gesagt, hätte ich doch Jericho anrufen können. Dann wäre das für mich gar kein... Ja, das ist auch... Ja, Junge, Thermite! Junge, kann man das nicht wissen, Mann, ey. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Und es geht los mit der ersten Frage. Mit welcher Operation kam der Operator Vigil raus? A, Parabellum, B, Velvet Shell, C, White Noise, D, Red Crow. Also ihr habt euch beide für C entschieden, nämlich White Noise. Und das stimmt auch, nämlich Vigil und Dokkaebi kamen in der Season raus. Und ja... Damit ist es auf jeden Fall ein Punkt für euch beide. Steht 3-3, war natürlich auch eine sehr, sehr einfache Frage für den Anfang. Denn was macht IQ gerne in ihrer Freizeit? A, Gedichte schreiben, B, Gitarre spielen, C, Poker spielen, D, Bücher lesen. Wüsste ich gar nicht. Boah, die Lore, ey, ich habe die Lore ja echt studiert, aber das ist schwer, aber ich tippe auf. Ich bin echt nicht sicher. Ich tendiere zwischen zwei, aber ich bin echt nicht sicher da gerade. Ich habe keine Ahnung, ich rate komplett gerade. Also, KS hat getippt Bücher lesen und Jaco hat gesagt Gedichte schreiben. Und ich muss sagen, IQ hat auf jeden Fall was mit Büchern zu tun. Sie ist sehr belesen. Allerdings schreibt sie Gedichte am liebsten. Und deswegen geht der Punkt an Jericho. Aber da war schon ein bisschen Struggle, ne? Da war tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war auch bei Bücherlesen zuerst, aber ich denke mir, komm, das ist nicht so Lore, dass man denkt, das ist jetzt echt ein fokussierter Punkt. Boah, die liest gerne Bücher. Krass. Ja, das stimmt. Wir kommen zur letzten Frage von Multiple Choice. Nämlich, aus welchem Land stammt Wamai? A, Südafrika, B, Nigeria, C, Kenia oder D, Kongo? Soll ich was sagen? Ich hab da auch keine Ahnung. Okay, aber ich, okay, jetzt, ich bin gerade auch echt aufgeschmissen, weil das alles für mich gleich ein Kontinent ist. Eben, genau. Dachte ich mir auch. Ich dachte mir, es wäre ja mal recht witzig, würde ich jetzt einfach mal nicht sowas nehmen wie, keine Ahnung, Polen oder Schweiz, sondern ich einfach mal vier Länder nehmen, die einfach fast gleich sind, gefühlt. Ja, finde ich gut und finde ich auch dadurch schwieriger und ich wüsste es auch tatsächlich wirklich nicht aus dem Kopf. Also ich müsste genau wie du raten. Also für mich ist er jetzt auch gerade... Okay, du hast dich für Antwort C entschieden. Das wäre Kenia. KS hat sich für Antwort D entschieden, für Kongo. Und ich kann mal ganz kurz nachschauen. Ich glaube, Melusi war zum Beispiel eine Operatorin, die aus... Weiß es jemand? Südafrika? Südafrika kam, genau. Mhm. Und Wamai kam nämlich aus Kenia. Das ist der nächste Punkt für Jericho. Oh. Und ich wusste so, krieg ich noch einen extra Punkt für Melusi? Nee. Komm, ich muss jetzt gegen Chaos wieder schwitzen, man, der drückt mich wieder um, Alter. Ja, aber so der Schwamm bleibt, wäre ja langweilig, wenn du jetzt 6-3 führen würdest. Das ist ja wie, als ob Joost direkt hier wieder 2-7 hinten ist. Chaos, kannst du bitte mit links spielen oder mit verbundenen Augen oder so? Hey, ich hab einen Revolver gerade in der Hand. So, zweite Runde. Guck mal, wer diesmal das Battle für sich entscheiden kann. Oh! Jericho mit einem kranken Hit. Aber krasser Damage-Drop-Off. erstmal zusmoken. Du Ninja, willst du hier einen auf Ninja machen, ja? Imagine, du wallbangst ihn jetzt. Smokebangst ihn jetzt. Oh no. Junge, wo bist du? Nein, wo bist du? Ich komm nicht dahin. Hier sehen sie einen Ex-Pro League-Spieler, wie er probiert. Oh! Good night! Erst macht er den Ninja, wenn ich hier, und dann macht er den. Ich muss die ganze Zeit hoch auf den ich war in deiner Sicht, Kerst. Okay, also, ich hab's gesehen, dass du da die ganze Zeit probieren wolltest, hochzukommen. Oh, Alter, alright. Das, ist ein Dress, ey. Das war natürlich ein ordentliches Good Night. Letzten entscheidenden Battle zu den Spots raten. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Bild in 3, 2, 1, go! Zur kleinen Info, diese gelben Sachen sind Wände, die man reinforcen kann. Und es gibt natürlich auch ein paar Objekte, die man sehen kann. Also nicht nur die Räumwände sozusagen, sondern auch ein paar Sachen, die in den Räumen sind. Okay, dann kurze Frage. Wir haben gesagt Pro League Maps, richtig? Ja, das sind Competitive Maps. Okay, dann kannst du, glaube ich, auch, ich weiß den Raum schon.
Du kannst ihn auch raus, das auch gar nicht sagen. Okay, Jericho, willst du noch? Hast du noch? Ich okay. bin, ey, Junge, ich sitze hier gerade, als wenn ich auf irgendwelche... Es ist Clubhouse und ich bin mir ziemlich sicher, dass unten links auf jeden Fall die Poolstairs sind und dann der Raum, der gesucht ist, halt Badezimmer ist. Ja, genau. Warte. Poolstairs unten... Ah, boah, Alter, du bist ein Fuchs. Das hab ich auch gerade erst so gecheckt, weil ich habe mir gewundert, was sind diese drei Striche da oben? Ja. Und das kann nur die Chance sein, weißt du? Und ich war erst nämlich bei Armory auf Border, aber dann dachte ich, die Stairs? Nee, komm. Ja, aber Armory Border ist ja gar keine Competitive Map. Also es sind ja nur Maps, die im ESL-Map-Pool sind. Ist ja Chaos auch wieder im Vorteil. Ich habe halt auch die ganze Zeit... Es war noch eins der einfacheren. Nein, Spaß. Nein, bitte nicht, wehe. Alles gut, die anderen Sachen. Es gab, ich hab mir die schwierigsten Sachen habe ich mir für das Battle von Sua und Corny rausgesucht gehabt. Oh no. Und, alright, dann kommen wir zum zweiten Bild in 3, 2, 1, go. Die rote Wand ist auch breachable? Nee, das ist so ein Mittelding, wie soll ich sagen. Also du kannst es abschießen, so aber hart. Da kannst du nicht reinforcen auf jeden Fall. Kannst du nicht reinforcen? Nee, aber okay, eigentlich wollte gerade sagen, es ist Kitchen auf Coastline, aber nee, ist falsch. Nee. Bringt ja nichts. Ja. Was hat er denn? Das sind Hatches, by the way, ne? Diese. Ja, das hab ich mir gedacht. Aber ja, was hat. Welche Map hat 5 Wände nebeneinander? Mhm. Ah! Ja? Das ist, Bitte. Villa? Nein. Nein. Ist es nicht. Ach nee, Villa hat 4. der Profi. So, ja, Coastline ist es nicht. Nee. Ich weiß, ich hab's. Consulate, ja? Garage, Cafeteria. Genau. Weil du meintest, man kann durchschießen, das ist hinterm White Van. Alter. Da, wo diese Streben sind. Genau. Oh! Das ist. Guter genau. Tipp, da auf dem Dev, ey. Ja, aber ich weiß nicht, wie wir das sonst halt beschreiben sollen. Nee, ne? Super. Also ich wirklich, du kannst grade, ja durchschießen. Ich sehe es gerade. Ich weiß bloß immer, dass man immer Bullet Hole spielt, jedes einzelne Mal. Ja, das kotzt mich so an, dein Bullet Holes. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir nun zum dritten Bild, ne? 3, 2, 1, go. Das. Im ersten Moment hätte ich gesagt, Volt auf Villa. Hab ich auch gedacht. Aber Volt halt keine zwei Wände. Ja. Die Spannung steigt. Okay, es kann den Sack zumachen. Jelko muss ausgleichen. Ist es rechts das graue Fenster? Ja, oder? Ja. Sack zu, Over oder Overtime. Ha. Du hast zwei Räume, die in den Raum reingehen. Das ist halt das Problem. Und da ist ein Fenster dran. Ne? Mhm. Wie gesagt, wenn ihr es dann wisst, werdet ihr sagen, ach ja, das ist es. Der Game Map spielt ja auch relativ häufig und ihr spielt auch den Spot spielt bei den Rank auch relativ häufig. Boah, ich bin echt überfragt, ich komme nicht drauf. Same. Okay. Aber hier, gib uns Tipp. Es ist Kaffee. Kaffee? Ja. Kaffee. Ah, ich hab's, es ist Prep. Ja. Es ist unten in Kitchen. Alter, es ist Prep. Okay. Daran hab ich gar nicht. Bei Kaffee war ich tatsächlich noch gar nicht. Ich hab Coastline, Villa, alles, Oregon. Chalet durch, Oregon durch. Ich bin jeden Rank-Spot durchgegangen, den man Bombs hat. Aber bei Kaffee bin ich noch gar nicht angekommen. Ich hab noch nicht an Kaffee gedacht. Boah, Klar. Alter, das ist aber auch ein sneaky Engel, den du rausgesucht hast. Ich muss sagen, das war der schwerste tatsächlich. Ja, das war echt schwer. Sonst ein bisschen langweilig gewesen, hätte man sich. Weil. Das ist so markant mit dem in eine Tür rein und an der anderen raus, dass man denkt direkt an Vault automatisch so, weil es ist so. Ach, ich hätte auch an Villa, an beiden Vaults gedacht, so einfach. Aber bei der anderen Vault gibt es halt eine Tür. Aber es kommt halt auch fast hin. Rechts unten ist halt grau, könnte man als Wand sehen und diese Kasten da oben könnte man als die Sofas sehen, die da rumstehen, so weißt du? Ja, da bin ich in meiner. Ja, okay. PS auf jeden Fall gegen Jericho mit einem 7-5. Wir sehen dann KS nächstes Mal. Ich glaube, es war dann gegen Corny, glaube ich. Aber gewinnt dich easy. Gut, das sollte ich ihm so mitteilen. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und dann schaut auf jeden Fall bei den beiden vorbei. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und wir sehen uns nächsten Sonntag um 12 Uhr. Ciao. Ciao.